Hallo liebe Leute, sind wir wieder und heute machen wir richtig tolle Mandel-Himbeer-Scones und das ist ein tolles Rezept für euch, habe ich mir gedacht, ihr steht ja auf meine Desserts und wenn ich mal was backe und ja, ich mache ja keine Torten mehr, deswegen mache ich nur noch so leckere Tarts und manchmal auch solche Rezepte, deswegen gibt es heute Scones und mit richtig schönen Himbeeren und Mandeln. Ja, ich habe mir gedacht, das ist bestimmt was für euch und deswegen bleibt einfach mal dran und wenn ihr aber Lust habt, dann lasst ein Abo auf YouTube, dann verpasst ihr keine weiteren tollen Gebäcke und Desserts mehr von mir. Und schickt mir wie immer eure Fotos unter dem Hashtag natürlich lecker auf Instagram, freue ich mich drüber und wir starten jetzt. Wir starten mit Mehl und ich gebe hier 2 von diesen Bechern rein, ich wiege das aber genau ab, das müssten dann 280 Gramm sein. Zu dem Mehl geben wir einen Teelöffel an Backpulver und dann kommen hier noch 3 Esslöffel an ganz normalen Haushaltszucker dazu. Dann noch einen halben Teelöffel ungefähr an Salz dazugeben und dann brauchen wir noch Butter. So, dann wiege ich euch das einmal ab, die Butter wir benötigen. Ich habe jetzt hier 90 Gramm Butter und diese lassen wir so, wie sie ist. Die ist auch kalt, habt ihr ja gesehen. Und dann werden wir das jetzt einmal alles zu einem krümeligen, ja so einer Vorstufe von Mürbeteig verarbeiten. Und das ist der erste Schritt, den wir bei dem Rezept machen. Nun nehmen wir noch Sahne und ich sage euch sofort genau wie viel. 215 Gramm und sobald der Teig, wenn der Teig fertig ist, werden wir das einmal dazugeben. So, der Teig ist ja krümelig, dass sich jetzt zu 90% alles aufgelöst hat, so wie wir das wollten, ist super. Und jetzt werden wir die Sahne dazugeben. Einfach drauf, kurz zur Seite schieben. Nun wiege ich in einem ab, wie viel frische Himbeeren ich verwenden werde. Und zwar seht ihr hier genau 125 Gramm. Die gebe ich jetzt auch einfach, so wie sie sind, in meine Scones-Masse. Und jetzt kommen noch unsere Mandelscheiben dazu. Und zwar habe ich jetzt hier 31 Gramm, also ich werde 30 Gramm reinschreiben, an Mandelblättchen. So, und dann werden wir das jetzt einmal unterheben und dazu einfach mit einem Teigschaber durch die Masse gehen und rühren und rühren und rühren. Jetzt nicht mehr mit der Maschine rühren, das ist bei Scones ganz wichtig. Und ihr seht hier, wie die Masse schon anzieht. Und das soll auch genau so gemacht werden. Nun die Arbeitsfläche ein bisschen einmehlen und die Masse da drauf drücken. Nun die Scones-Masse, das ist ein Riesenberg hier, leicht zusammendrücken. Wir wollen die Himbeeren hier jetzt nicht mega zerquetschen. Ja, aber wir müssen natürlich schon einen Ball rausformen, das ist das Ziel. Und deswegen müssen wir die leicht zusammendrücken. Dass die Masse etwas bröselig ist, ist ganz normal. So, und ihr seht auch hier schon die schönen Farbmarmorierungen, die wir drin haben wollen. Jetzt seht ihr das hier, ich habe da schon ein bisschen platter gedrückt. Das ist auch so gewollt. Ich drehe die Kamera jetzt einmal für euch, damit ihr es von oben seht. So, und dann drücken wir die jetzt hier etwas auseinander. Ich nehme jetzt hier, für den Mühe meine Hände nicht weiter ein, so meinen Schaber hier. Und dann habe ich mir jetzt hier so einen schönen Kreis geformt und werde ihn jetzt einmal teilen. Also ich achte den jetzt. Und ich kenne diese Methode vorwiegend aus amerikanischen Blogs, die das so machen. Aber ich kenne ja auch, und es gibt ja auch die Methode, dass man diesen Teig dann ausrollt und dann in runde Form ausstecht. Ich mache das immer so. Wie macht ihr das denn? Würde mich mal interessieren, schreibt es mir in die Kommentare. Ich finde diese hier sehr, sehr schön. Und so kriege ich gleich 8 Scones raus. Und die ganzen genauen Garangaben schreibe ich euch wie immer ins Rezept, ist in der Infobox verlinkt. Und schreibt mal, ob ihr welche Variante euch am liebsten schmeckt und welche ich mal für euch nachmachen soll. Ganz wichtig. So, ich bin da recht pragmatisch. Ich nehme jetzt hier eine Schaufel und werde diese dann einfach hier raustrennen und dann einzeln auf das Backblech legen. Sollte hier was abgehen, drücke ich es einfach wieder dran. Ich habe jetzt auch keine besondere Lege, Reihenfolge, Struktur oder sonst irgendwas. Legt die einfach drauf und macht da nicht so einen riesen Aufwand mit. Und dann einfach gleich ungefähr 18 bis 20 Minuten backen. Und das war's dann auch schon wieder. Die Scones sehen ja unglaublich lecker aus. Diese hier, die jetzt vor mir stehen, sind reserviert. Die nimmt meine Frau morgen mit zur Arbeit. Ja, und ich habe mir gedacht, das ist ein tolles Rezept für euch. Wie gesagt, schickt mir eure Bilder, wenn ihr es mal nachgemacht habt. Und dann bin ich raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.